Einen wunderschönen, liebe Fatman's Group, und willkommen zurück zu FNAF. Wir starten gleich mal mit einer Frage. Und zwar haben wir ja letztes Mal ja schon zweimal die vierte Nacht versucht und haben es nicht geschafft. Sollte ich die vierte Nacht heute wieder nicht schaffen, habt ihr dann eventuell Bock, dass wir die zusammen am nächsten Freitag im Livestream machen? Ja, dann könnt ihr mir gleich Live-Tipps geben. Ihr schreibt mir das ja immer in die Kommentare, wofür ich euch auch sehr dankbar bin, aber ich kann mir die Kacke nicht merken, Leute. Ja, und so zocken wir es live und dann könnt ihr mir gleich Live-Infos geben und sagen, hey, bist kacke, kannst gar nichts, Kacknub, verpiss dich, deinstallier dich, Deabo und so weiter und so fort. Also wenn ihr da Bock drauf haben solltet, schreibt es mir unten in die Kommentare, aber nur, wenn wir die vierte Nacht heute nicht schaffen. Los geht's. Was ich mir auf jeden Fall merken konnte, wenn Geschirr klappert und so, dann ist Chica in der Küche. Da muss ich rechts aufpassen. Wenn ich ein Lachen hören sollte, das ist Golden Freddy, da muss ich auch aufpassen. Und ich soll aufhören, die Animatronics auf der Cam zu suchen. Das bringt nichts. Also ich soll bloß bestimmte Cams im Auge behalten. Natürlich... Sie hätte schon lachen. Natürlich die Cam von Foxy. Die ist wichtig. Ja, wir müssen mehr Akku sparen. Es hilft alles nichts. Also auch wenn ich jetzt ein bisschen heftiger gejumpscared werde. Aber, ey, wenn der jetzt schon lacht, was... Ich schaue halt, dass ich Foxy im Auge behalte. Und rechts gucke ich hier und da mal auf die Lampe, ne, ob Chica am Start ist. Hier guckt man seltener, weil Bonnie... Das ist doch Freddy, Alter. Also dieses Lachen. Also irgendjemand hat gesagt, dass das Freddy ist. Aber ich kann ja... Mir hat ja keiner gesagt, was ich dagegen machen kann, gegen Freddy. Bei dem muss ich halt auch, nehme ich mal... Also ich kann ja nur Türen zumachen, was anderes kann ich ja nicht machen. Aber wann bei Freddy? I don't know. Sind runtergefallen. Oh mein Gott, du Scheißspiel. Okay. Okay, wir starten gut rein. Das ist aber das Problem, weil die verhalten sich immer anders, ja? Die verhalten sich immer anders und es gibt ja keine Regel. Also, dass ich sage, es passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Es ist jedes Mal anders. Das heißt, es ist halt auch viel Glück dabei, ja? Entweder ich schaue, dass ich wirklich alles im Überblick habe, dann ist es kein Glück mehr, ja, dann sehe ich, der kommt von da, ich mache jetzt hierzu, ich mache dazu, dann reicht der Akku niemals. Oder ich sag, ich chill meine Base und hoffe einfach hier und da, dass keiner kommt, dann reicht der Akku, dann ist es aber ein Glücksspiel. Also so habe ich das verstanden. Könnt ihr mir auch da mal in die Kommentare schreiben, wie das ist? Ist das, bin ich dumm oder habe ich Pech? Wisst ihr, was ich meine? Oder beides? Egal. Wir gehen wieder an den Stissel, meine Freunde. Okay, Cam gleich auf Foxy. Mir hat sogar jemand in die Kommentare geschrieben, wo welcher Animatronic auf welcher Cam auftaucht. Alles genau beschriftet. Aber das kann ich mir doch nicht merken. Ich müsste mir so einen Plan... Ich könnte mir so einen Plan auf dem rechten Monitor machen. Wer klopft denn jetzt schon? Was war das? Was war das für ein Klopfen? Das habe ich ja auch noch nie gehört. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, auch in Nacht 4 und 5 und 6 und weiß der Teufel, wie viele da noch kommen. Steht Chica erstmal hier, oder? Also ich kann die schon erstmal sehen mit dem Licht. Oder kommt da dieser Punkt, wo man sagt, jetzt kommt die einfach rein, ich kann die vorher gar nicht mehr sehen. Ja, wir chillen, das hilft nichts. Ich werde jetzt sehr viel auf Geräusche achten. Jetzt höre ich ein Klopfen. Also irgendjemand bewegt sich jetzt. Jetzt kommt Foxy. Zack. Foxy weg.
Genau. Der dürfte jetzt wieder hinterm Vorhang sein. Okay. Jetzt. Ja, was jetzt? Warten. Was soll ich machen? Jetzt habe ich wieder Fußspuren gehört. Also irgendjemand ist jetzt wieder gelaufen. Jetzt kommt Musik. Das bedeutet ja auch irgendwas. Wir warten. Ich glaube, ich werde echt bloß Foxy im Auge behalten. Der jetzt echt regelmäßig kommt, das ist uncool. Das Lachen von Freddy höre ich jetzt gar nicht. Das kam vorher zum Beispiel gleich am Anfang. Es ist... Jetzt höre ich ihn. Es ist 1 Uhr in der Nacht und wir sind bei 69%. Es ist doch schon wieder... Jetzt höre ich die Küche. Das heißt, Chica kommt gleich. Genau, und Freddy, wo ist ein Kitchen? Ich weiß gar nicht, wo die Küche ist. Oh, da ist Freddy. Ne, das ist Bonnie. Das ist Bonnie. Dann habt ihr mir zum Beispiel gesagt, Freddy kann ich nur aufhalten, wenn ich ihn auf der Cam anschaue. Ey Leute, da reicht doch nie im Leben der Akku dafür. Niemals. Jetzt kommt der Backen schon wieder raus. Junge, Junge, Junge. Zwei. Uppala, ich mach dann mal zu. Okay, nach Foxy brauchen wir jetzt nicht schauen, weil die Tür ist ja eh zu. Ach, und das habt ihr auch geschrieben, wenn Foxy an die Tür rennt, zieht er mir Akku ab. Aber ich kann ja nichts dagegen tun. Versteht ihr das Dilemma? Was ist denn das jetzt? Das Klopfen habe ich auch noch nie gehört. Jetzt ist er weg. Jetzt kommt er wahrscheinlich dafür... Oh, Foxy ist hinter... Der Vorhang ist zu bei Foxy. Das ist neu. 35% um 3 Uhr, vergiss es. Vergiss es. No chance. Ich mach doch nichts. Ich bin doch eh so sparsam mit dem scheiß Akku. Komm schon, Zeit, vergeh. Oh, diese Geräusche. Der Vorhang ist auf, der Vorhang ist auf. Alter, der zieht mir echt 10% Akku ab. Was? Ich hatte 26%. Ich hatte 26%. Foxy rennt an die Tür und ich hatte bloß noch 13. Der hat mir die Hälfte an Akku abgezogen. Und ich kann nichts dagegen tun. Glaube ich. Ich schnall ab. Ich schnall ab, Alter. Das Licht geht nicht mehr. Das Licht geht wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Doch, es geht noch. Ja, jetzt sind wir am Arsch. Jetzt geht nichts mehr. Jetzt können wir warten. Vielleicht haben wir Glück. Und es wird 6. Bezweifle ich jetzt mal anders stark. Also so ein... Ich meine, wenn ich Foxy... Ich sehe ja, dass Foxy nicht mehr da ist. Und dann gucke ich auf die Kamera und sehe, dass Foxy angerannt kommt. Also ich mache die Tür zu,
gucke auf die Kamera, sehe Foxy kommt angerannt, dann klopft er an die Tür, dann ist er wieder hinterm Vorhang. Wenn ich nicht auf die Kamera gucke, er kommt nicht angerannt, klopft er auch nicht an die Tür. Nicht mit mir, mein Freund, ich habe nicht aufgepasst. Ich gucke nicht auf die Kamera, dann kommt er auch nicht angerannt, klopft auch nicht an die Tür, zieht mir keinen Akku ab. Aber wann ist er dann wieder hinterm Vorhang? Ich weiß es nicht, Leute. Wir probieren es jetzt noch einmal. Aber das sieht nach einem, also von meiner Seite aus nach einem Stream aus, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn nett, dann nett. Kann ich es nicht ändern. Ist halt schade. Bin ich halt in einem Ausmaß enttäuscht. Ich finde keine Worte dafür. Ja, das probieren wir jetzt mal kurz aus, dass ich nicht auf die Cam schaue, wenn Foxy kommt. Und dann guckt man einfach nach einiger Zeit wieder auf den Vorhang. Was anderes fällt mir nicht ein. Was wir vielleicht auch mal machen könnten, probieren könnten, dass wir sagen, wir machen bis 2 Uhr gar nichts. Okay, jetzt kommt Chica. Chica ist in der Küche. Genau, Chica kommt ja von rechts. Dann konzentrieren wir uns jetzt ein bisschen auf rechts, gucken Vorhang auf. So, wir machen zu. Gucken aber nicht auf die Cam, wir haben jetzt 87%. 86, 85. Okay, und jetzt gucken wir einfach, ob er irgendwann wieder hinterm Vorhang ist. Ja, Vorhang ist zu. Wir können aufmachen. Okay. Jetzt höre ich Freddy wieder. Jetzt habe ich auch keinen Akku verloren. Das heißt, wenn Foxy kommt, nicht auf die Cam schauen. Weil dadurch, also ich habe die Tür dann zwar länger zu, aber da verliere ich nicht so viel Akku, wie wenn er an die Tür hämmert. Der einzige, der mich noch nicht einmal gejumpscared hat, war Freddy, gell? 72% davor war, naja, da waren wir vorher auch. Wir stehen jetzt nicht recht viel besser da. Was heißt denn das, wenn das Licht so flackert? Das bedeutet doch bestimmt auch was. Da ist Bonnie. Da ist Chica. Chica ist ja noch ewig weit weg, okay. Freddy habe ich nicht gesehen. Aber ich habe jetzt das Geräusch gehört und Chica war nicht in der Küche. Das Lachen ist Freddy. Hat's kalt, da ist Bonnie. Hier ist die Chica. Die stehen noch genau da, wo sie vorher auch standen. Alles gut bis jetzt. Freddy weiß ich nicht, wo er ist, aber so wie ich das aus den Kommentaren rausgelesen habe, kann ich gegen Freddy ja sowieso nichts machen. Bonnie ist nicht weit weg, den muss ich auf jeden Fall hier und da aufs Licht gucken. Foxy ist noch da. 3 Uhr, 55%, das ist gut. Viel besser als vorher. Viel besser als... Ich muss sparsamer sein. Was war jetzt das für ein Geräusch, das... Das habe ich auch noch nie gehört.
Wir sind über der Hälfte und haben noch die Hälfte an Akku. Sehr gut. Zu machen. Mann, verpiss dich, Bonnie. Chica. Oh, die Zeit vergeht nicht, Leute. Okay, jetzt nicht auf die Cam gucken, sondern einfach warten, bis er wieder hinter seinem Vorhang ist. Das ist 4. 40%. Das ist stabil. Jetzt hat er mir trotzdem Akku abgezogen, gell? Ja. Hat er. 10%. Da muss ich doch irgendetwas dagegen tun können, oder? Prozent, das ist noch nicht mal 5. Maja steht schon wieder draußen. Ah. Es wird einfach nicht 5. Jetzt geht's Licht nicht mehr. Ah, Gott. Wo kommt denn der her? Der steht doch immer erstmal an der Tür. Der steht doch immer an der Tür. Leute, ich schnall dieses Spiel nicht. Mein Angebot steht, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde sagen, Freitag 18 Uhr, ja, nächsten Freitag 18 Uhr würde ich live gehen, würde es mit euch zusammenzocken. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, also bitte schreibt es mir in die Kommentare oder zeigt es mir irgendwie, liked, keine Ahnung, damit ich halt sehe, dass da dann auch jemand dabei ist. So. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich würde mich sehr freuen und wir sehen uns nächsten Freitag. Nee, wir sehen uns am Sonntag. Lul.